Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Moin Moin, hier ist der Angelus. Zum besten englischen Wetter. Es regnet. Geht es heute weiter mit der nächsten Episode? Mein Boot wartet schon. Wir gehen heute raiden und greifen ein weiteres Kloster an. Yay, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Danke für den Daumen nach oben im letzten Video. Und vielleicht gefällt euch ja auch diese Folge heute. Oh toll, jetzt wo ich auf dem Boot drauf bin, hört der Regen abrupt auf. Das Wetter. Ja, die Sonne freut sich schon, dass das jetzt gleich hier Blut vergossen wird. Mast hoch! Angriff! Ganz traditionell wieder vom Seeweg aus. So! Die Raben nähren. Was ihr nicht mitnehmt! Genau. Anzünden, was man nicht mitnimmt. Das finde ich immer super. Das mache ich auch im Supermarkt immer so. Weil, wenn ich das nicht mitnehme, braucht das ja auch keiner. So. Weg mit dir. Blödes Haus. Das kann ich eh nicht mitnehmen. So, immer schön den Blick nach Schätzen aufrechthalten. Da vorne haben wir schon was Gelbes gesehen, da hinten. Hier gibt es einiges zu holen. Wichtig ist, dass ich noch die Ressourcen bekomme, um vielleicht noch dieses Viehhaus zu bauen. Valka wartet auch noch darauf, dass ich ihr Haus baue. Also das sind zwei Häuser, die ich unbedingt noch brauche. Wobei das Fest, das Julfest nicht mehr so lange läuft. Deswegen muss ich mich da ein bisschen ranhalten, dass ich das noch machen kann. So, wir nehmen erstmal das hier mit. Ich brauche Unterstützung. Dass sie das nie alleine aufkriegt, ey. Nimm deine Axt als Hebelwirkung. Hä? Ah. Rohmaterial. Ich brauche 60 für diese eine Hütte. Wie viel kriegt man? 20. Das ist halt immer echt immer wenig. Aber wenn ich die ganze Zone hier fertig habe, kriege ich davon auch noch ein bisschen mehr. So, wo sind die nächsten gelben Flecken? Vielleicht kriege ich ja hier 60 voll. Ach so, ihr verbrennt da hinten die Silos. Die sind explodiert, deswegen. Richtig so. Verbrennt alles. Guck mal, die haben noch gar nichts mitgekriegt. Finde ich super. Die nehmen ihren Job sehr ernst. Ihren Job. So. Axt kommt. Ich hab dich gewarnt, ne? Ich hab dich gewarnt. Er hätte ja sicher auch duken können beim letzten Moment. So, hier haben wir das nächste Gotteshaus. Bogenschützen ausschalten. Der ist auch weg. Hä? Hat mich jemand gesehen? Oh, warte. Ach, da steht ja schon Sprengfass vor. Super. Brauche ich gar keins tragen. Mach das wieder. Weg mit dir. Den noch. Da fliegt der Kopf. Ab der Kopf. Wie bei Alice im Wunderland. Ihr wollt schlagen. Los, greif mich an. Ja, nicht nur gucken, ey. Diese Wade schicken wir zu uns. Wollen wir wetten, wer gewinnt? Wow, hier kommt ja ein großer Typ. Allen Heiligen schon gut. Da muss man schon früher aufstehen. Ja, Block ganz gut hier. Er ist aber zu langsam. So, da ist sein Schwert. So, jetzt darf ich mal hier reingehen. Ne? Hab extra die Wand gesprengt. Ach, es geht nach unten? Auch das hilft. Oder... rettet eure Schätze nicht. Los, hilf mir mal! Hoffentlich ist jemand mit runtergelaufen. Oh ja, die tapfere Schildmaid. Brigitte. Dankeschön. So, jetzt habe ich schon 40. Nochmal 20 und dann kann ich diese Hütte bauen.
Und es gibt ja auch noch sogar noch mal 20. Perfekt. Die müssen mir nicht alle hinterherlaufen. So, hier haben wir auch noch Rohmaterial. Nicht Rohmaterial, diese Barren. Cool. Nicht mal abgeschlossen. Hier ist nichts drin. Nur was Warmes zu essen, immerhin. Hey, hierher! Komm schon, komm schon. Egon, mach mal. Mach mal hin. So. Ich glaube, dann gehe ich sogar gleich nach Hefnatop und baue mir diese Hütte. Raubzug abgeschlossen schon? Dann ist ja nichts los gewesen. 17 Meter? Wo ist denn das Ding versteckt? Oben? Unten? Unten? Ich müsste das doch hier eigentlich schon leuchten sehen, oder? Da hinten war es, glaube ich. Da ist auch ein Bogenschütze da. Da sind noch mehrere. Raid abgeschlossen, aber es leben noch welche. Das ist aber nach. Also das ist wirklich nachlässig. Ja, fast schon fahrlässig. Nee. Wo soll das denn sein? Wo soll das denn sein? Du bist auch irgendwo hier drüben. Oder hier geht's noch irgendwo nach unten oder im Turm. Hier habe ich eben gerade das Ding geöffnet. Ein Meter, dann muss es jetzt irgendwo hier sein. Unter mir? Also, es bewegt sich jetzt auch irgendwie komisch. Das Zeichen hier. Und hier hört es dann auf. Es war nicht in dieser Kiste, hier gab es nur das andere. Es befindet sich niemand mehr hier, kein Typ. Nach unten geht's auch nicht. Hier ist noch ein Raum. War ich hier schon drin? Ja, war ich auch schon drin. Aber es ist jetzt auch irgendwie kein kaputter Fußboden, den ich noch irgendwie zerstören könnte. Dachbodenmäßig gibt's hier auch nicht. Hier ist auch keine Luke nach unten. Hier liegt halt eine Leiter, ja, die bringt mir auch nichts weiter. Und ob man die Glocke runterschießen kann, da wird mir jetzt auch nichts großartig angezeigt. Nö, sonst würde das schon rot leuchten. Das scheint hier zu fehlen. Okay, ansonsten sind wir hier durch. Den Raid haben wir. Ich werde später nochmal zurückkommen. Beim nächsten Mal, ja, wird bestimmt doch sein. Das ist halt Reichtum, was für das Komplettgebiet halt fehlt dann. Also, was willst du machen? Ich gehe jetzt erstmal zurück nach Hefnatop und baue dann diese Viehhütte für das Kapitel 2. Das ist Valkas Haus. Rede mit dem, rede mit dem. Ich habe das doch auch noch hier im bei Quest mit drin, ne? Wo ist denn da? Julfest. War doch eine Julfest-Aufgabe. Viehhofgebäude, den Viehhof bauen. So, 11 Tage, nur noch Zeit. Das mache ich nochmal kurz und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und vielleicht ist danach, wenn ich dann hier wieder nach oben reise, vielleicht ist ja dann der Barren da. Wobei da gar keine Schnellreise in der Nähe ist, ne? Voll doof. Wenn sie von hier aus dann hochfahren. Alles weit. Alles weite Wege. Zurück nach Hause. Zurück im Julfest. Immer noch wieder mal Schnee hier. Yay. Es kann natürlich auch sein, dass der Barren einer von den Kämpfern mit dabei hat. Da waren ja noch Überlebende. Und oftmals ist es so, dass irgendwie so ein besonderer Gegner auch mal so einen Barren dabei hat. Und vielleicht lief der da vielleicht noch rum und wurde nicht richtig angezeigt von der Position her. Das kann natürlich sein. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall nochmal hin und töte dann alles, was da rumläuft. So, wenn wir gerade schon mal hier sind und ich gerade die Aufnahme am Laufen habe, zeige ich euch nochmal. Ich habe ein paar neue Sachen auf Lager. Die Frisuren. Zeigst du mir deine Waren?
Ihr habt ja noch nicht alle gesehen, ne? Nur die eine, die ich mal ausgewählt hatte. Oh, ich habe eine neue Brusttätowierung gekriegt. Vornummer habe ich ja bisher noch nichts gehabt. Das geht ja eigentlich. Das nicht. Nö. Nordisches Emblem heißt das also. Eigentlich ganz schick. So, Friesen wollten wir uns mal angucken. So, die Standardfrisur ist natürlich das, kennt ihr. Und dann hatte ich die dunklen gekauft. Hier die ich ja getestet hatte. Hier in der Vorschau sieht das auch echt gar nicht schlecht aus, aber im Spiel dann selbst, da ist das einfach nicht so gut detailreich wie hier jetzt im Menü. Weil im Menü fand ich die nicht übel. Aber wie es im Spiel dann aussah, habt ihr ja gesehen, das hat mir dann nicht so gut gefallen. Können Sie vielleicht nochmal ein bisschen Update hier oben raufballern, sodass es hier nicht mehr ganz so komisch aussieht. Ansonsten eigentlich eine schöne Frisur. Dann ursprüngliches Haar. Das ist das hier. Einer hier ein bisschen nach hinten zusammengebunden. Und auf beiden Seiten recht kurz. Geht aber auch noch, finde ich. Allerdings, wenn wir dann Kapuze anhaben und überhaupt normale Ausrüstung anhaben, dann sieht man den Zopf halt kaum noch, ne? Dann ist das hier die Kurzhaarfrisur. Fast so wie der Sohn des Königs da, der Junge. Der hat das auch so. Jo. Das hier war halt komplett ohne. Und die letzte Frisur war dann das hier. Ja. Das hier sieht auf jeden Fall besser aus als das andere Langhaar-Ding. Also das ist auch nicht so schlecht. Aber ist halt voll kriegermäßig, ne? Wenn man so in die Schlacht ziehen will, warum nicht? Ja, das waren alle neuen Frisuren, die ich habe. Hatte mich dann aber für die hier wieder entschieden, für das Standarddingens. Es ist immer noch am besten ausgearbeitet, auch in den Gesprächen. Sieht das immer noch mit am besten aus, finde ich. Aber so habt ihr jetzt mal alle... Das wär's erstmal? Alle gesehen. Nun muss ich gehen. Auf bald. Du weißt die Feinheit. Bis bald. Bis bald. Deshalb verstehst du es nicht. So, hier war doch irgendwo das Valkas Haus, aber die Viehhütte, die steht aber ganz weit außerhalb. Was ist denn das da für ein Ding? Ein Kartenmacher. Den kannst du kannst behalten. Zu, Alvis. Ich bin der Überlegene. Ich hab doch schon eine große Karte. Eine Weltkarte. Karte, wie komme ich auf Karte? Karte. So, hier ist das Viehhaus, ne? Viehhof, was bringt der mir eigentlich? Verbessert die Festmalstärkung und Fernkampfschaden. Eigentlich voll kacke für mich. Ich mache das jetzt nur wegen dem Fest. Ich habe 65 von den Ressourcen jetzt. Cool. Von den anderen habe ich 5000, weißt du? Die werden nicht knapp. Nur halt dieses Rohmaterial. Das ist echt immer wenig. So. Alles für die Quest. Julfest. Gebäude abgeschlossen, der Viehhof. Kraftnotop ist auf 3 gestiegen. Viehhof-Quest abgeschlossen. Okay. Quest abgeschlossen. Ah, das hier ist neu. Ich sagte doch Vorsicht. Sagte ich nicht Vorsicht? Vorsicht. Winfried. Bertram. Ihr scheint nicht gerade in Feierlaune zu sein. Ich habe Wut im Bauch. Mein törichter Sohn hat das Vieh laufen lassen, das für das Festmahl vorgesehen war. Einfach freigelassen. Freigelassen? Wieso? Würdest du mir glauben, wenn ich sage, weil ich ein einsamer Wolf bin, der auf Regeln pfeift? Was? Der Blick. Würdest du mir glauben, dass ich sie ein letztes Mal zum Grasen an den Fluss brachte und mich eine Kuh so seltsam angesehen hat, dass ich Angst bekam? Ah, das glaube ich sofort. Willst du, dass ich sie zurückhole? Nimm Bertha mit. Vielleicht kannst du ihn vor den furchteinflößenden Rindviechern beschützen. Los, Schatz, geh mit Eivor. Na gut. Winfried ist ja echt, Wo warst du, als dich die Kuh erschreckt hat? Sympathisch. Jenseits des Flusses, dort entlang. Dort entlang. Geh du doch mal vor. Für gewöhnlich habe ich keine Angst vor dem Vieh. Aber dieser Blick...
Ich dachte, sie würde mir etwas antun. Das sind große Kühe. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, die Angst zu überwinden, die du angeblich nicht hast. Ja. Nein, ich will nicht zu Valkas Hütte. Ich will zum Fluss. Das hier ist Valkas Hütte. Kuhfänger. Ist wieder die falsche Markierung, ne? Ich soll doch zum Ufer gehen. Sechs. Warte mal, da lang? Wo ist denn der jetzt hin? Bertram? Ist ja in die Richtung gegangen. Ich dachte, der andere Fluss. Dann gehe ich eben dahin. Okay, Kuhfänger, die für das Festmahl da ist. Das kann ja nicht sein, dass der die verloren hat. Ist die abgesoffen? Mit dem Boot fahren auch noch. Wahrscheinlich muss ich auch noch rudern, ne? Der hat ja keine Kraft, der Bertram. Ja, setz dich halt mal hin. So, wir fahren aufs andere Ufer. Wie hat er denn die Kuh hier rübergekriegt? So, Bertram, du kannst wieder aufstehen. Plündern. Hier ist es gewesen. Fleisch sammeln. Sie können noch nicht weit sein. Gut. Nehmen wir die Fährte auf. Jage die fehlenden Rinder mit Bertram und Fleisch sammeln dann. Okay. Rinder jagen kann ja nicht so schwierig sein, ne? 100 Meter, ey. 200 Meter. Ganz schön weit weg alles. Nicht so schnell gehen. Nicht, dass sie weglaufen. Ich sehe nicht mal welche. Sühnen, kannst du schon welche sehen? Ah, da ist ein Bereich. Ich muss so ein bisschen nach vorne, okay. Sieh nur. Eine Kuh. Eine Kuh? Und deine erste Unterrichtsstunde. Na gut, zeig es mir. Erstmal nicht so viel Lärm machen. Da ist die Kuh. Wichtig zum Jagen, keinen leichten Bogen mitnehmen, weil der ist kacke. Schießt zu schnell und zu wenig Damage. Ist halt für den Kampf ganz gut geeignet, aber nicht um Kühe zu jagen. So, wir haben's gesehen. Eins von vier. Es waren aber nur zwei Questmarkierungen. Ne, es ist noch eine gekommen. 300 Meter, 200 Meter. Gehen wir erstmal dahin. Oder erstmal da. Komm. Ich brauche eh alle. Wenigstens ist das Wetter schön. Aber lustig, wie hier auf der anderen Seite, auf der anderen Flussseite kein Schnee ist, ne? Wenn man da hinkommt, unsere ganze Siedlung total weiß. Überall, überall Schnee. Und es ist der einzige Ort in England, wo Schnee fällt. Weil da die Nordmänner wohnen. Macht ja voll Sinn. Ist bestimmt alles Kunstschnee. Okay, hier soll irgendwo das nächste Vieh rumlaufen. Vogel. Na? Wo ist denn die blöde Kuh? Ich hoffe, die rennt nicht oben rum. Hallo? Immer noch nichts zu sehen, ne? Da ging's ja schneller, Hasen zu jagen. Die sind viel, viel kleiner. Ich seh nix. Hilf mir. Sei meine Augen. Ich bin aber im Bereich drin. Da steht die Kuh. Ja, die hat rumgelegen in der faulen Sonne. Lerne mit dem Bogen umzugehen. Der Pfeil ruht auf der Sehne. Zieh sie zurück. Atme und lass los. Bei dir klingt etwas Herausforderndes so leicht. Ich verstehe, dass es Überwindung kostet. Selbst zahme Tiere besitzen beachtliche Kraft. Deshalb müssen wir ihnen Respekt erweisen, selbst wenn wir sie schlachten und essen. Ich werfe dir deine Angst nicht vor. Danke. Doch ich werfe es mir selbst vor. Ich auch. Ich komme mir töricht vor. Immer schön Respekt
vor dem haben, was später auf deinem Teller landet. Finde ich gute Einstellung. So, das ist ein Gestein, ne? Oder ist sie da? Nee, das ist auch ein Gestein. Da, da oben. Hat sich gerade hingepflanzt. Den nicht im Weg. Weg da. Na, ich bin zu weit weg. Wenn das Fadenkreuz nicht rot wird, ist man ein bisschen zu weit weg. Das Gras nervt ja voll. Wieso wird jetzt nicht rot? Hörzielen? Hörzielen. Ich hoffe, es stört dich nicht so sehr, dass du dich heute um mich kümmern und hinter mir herräumen musst. Wenn ich Eigentlich bezahlt werde? Eigentlich ist das einer der entspanntesten Tage, die ich in letzter Zeit hatte. So, aber wo kriege ich jetzt das 4 von 4 her? Es wird nämlich keine mehr angezeigt. Ah, jetzt. Hinter mir. Ganz plötzlich. Dann muss sie aber auch gleich hier sein. Hier ist wieder auf jeden Fall wieder schwerer zu sehen, wegen ganzen Gras und Gebüschen. Was sagt Sühnen von Bereich her? Da oben. Ah ja, da steht sie auch, auf dem Fels. Alles klar. Sühnen hat bessere Augen als ich. Oh, da! Ich sehe die letzte. Gut Ruhig. Gemacht. Jetzt bist du ein Fährtenleser. Vielleicht kann das deine Aufgabe sein. Du suchst, Maida schießt. Bertam! Ey, er hat geschossen. Meine Güte. Hast du das gesehen, Eivor? Ja. Ich konnte es erst nicht glauben. Schieß doch mal einfach die Kuh weg, ey. So ein Killclawer. Hä? Rind plus eins? Ich hab doch aufgehoben. Die Quest ist nicht aktualisiert. Ich hab gerade aufgehoben, da stand dann... Aber ich konnte es erst nicht glauben. Nicht schlecht, Kuhverschreckter. Du hast deinen Feind überwunden. 3 von 4. Zu meinem neuen Spitznamen. Ah, jetzt. Er muss erst herkommen. Okay. Hatte schon Schiss. Danke, Eivor. Gern geschehen. Dieser Teil ist schwieriger, als ich dachte. Maida wird nicht glauben, dass ich das war. Mutter auch nicht. So, und jetzt braten wir das schön, oder? Oder grillen. Am besten grillen. Begleite Bertam zu Winfried. Okay. Bertam, hattest du wirklich Angst vor einer Kuh? Das scheint so unwahrscheinlich für einen Bauernjungen. Naja, wenn ich dir verrate, was wirklich passiert ist, sagst du es dann weiter? Ja. Aber nein. Doch. Es hat mit Maida zu tun. Sie sagt immer, ich wäre so sanft und süß und gütig und liebevoll. Daran ist nichts auszusetzen. Es ist schrecklich. Wer will süß sein? Ich wäre lieber tapfer und männlich. Ich dachte, wenn ich die Tiere laufen lasse, könnte ich sie selbst jagen und ihr zeigen, dass ich ein guter Ernährer bin. Und stark. Dann nahm ich meinen Bogen und die Kuh sah mich an. Und ich bekam Angst. Der Teil war also nicht komplett gelogen. Es ist nichts Schlechtes daran, ein gutes Herz zu haben. Sicher mag Maida dich gerade, weil du ein gütiger junger Mann bist. Nicht trotzdem. Ich danke dir. Und hoffe, du hast recht. Dennoch, ich habe vor, damit anzugeben. Wenigstens ein bisschen. Warum bist du bitte vom Pferd abgesprungen ich hier im Wasser? Ich habe mich nie getraut, Maida danach zu fragen. Aber tun dir die Tiere jemals leid? Nein. Dass du ihnen so wehtun musst? Es ist nicht meine Absicht, sie leiden zu lassen. Ich ziele auf das Herz, damit sie schnell sterben. Ich kann mir kaum vorstellen, je so geschickt zu sein. Maida ist genauso. Ein Schuss, Hase tot. Ganz schnell. Da fängt er einfach an zu schwimmen, ey. Geht einfach vom Pferd runter. Findest du jetzt nicht ans Ufer? Was macht denn das Pferd jetzt? Holt das die... Aha. Willst dein eigenes Pferd haben, ne? Ist mir mein Pferd nicht gut genug? Ich geh jetzt zu Winfried. Vielleicht kommt er mir hinterher. Das
schon ein komischer Typ. Er kommt aber nicht aus dem Wasser raus, ne? Er kommt aber näher, glaube ich. 100 Meter? 101? Wo will der jetzt hin? Ich glaube, er findet keinen Ort, wo er ans Ufer kommt. Wegen Bootstegen. Da, jetzt kommt er. Da. Mit dem Pferd müsste er auch schneller hier sein jetzt. Ich schieße sein Pferd weg. Komm schon her. Winfried wartet. Wir müssen auch noch Essen machen für die Feier. Bertram, hast du es geschafft, dich nicht zu verletzen? Winfried, darf ich vorstellen? Dein Sohn Bertram, der Bestientöter. Der Bestientöter? Du hättest mich da draußen sehen sollen, Mutter. Ich war der Bogenbroger. Aber jetzt muss ich los. Los? Wohin? Ich will es Maida zeigen, solange das Blut noch frisch ist. Wir sehen uns beim Fest. nicht vorher waschen Nun, gehen. Ich danke dir. Was du auch getan hast, ich freue mich darüber. Sui! Bestientöter jetzt als Gegner bei der Juhlschlägerei verfügbar. Aha. Kuhfänger. So, damit haben wir hier eine weitere Quest vom Juhlfest abgeschlossen. 140 Marken gibt's mal wieder. Okay. Das war's. Gibt's noch ein weiteres Kapitel? Oder jetzt hier wieder nur Bogenschießen, ne? Juhlfest, Bogenschießen oder verprügeln, bewegliche Ziele. Brotstorheit und Saufen und dann, ja, gut, mehr nicht. Guck nochmal schnell bei Quest nach. Ansonsten war die eine Quest Bier holen und jetzt Fleisch holen. Ja, die anderen sind erstmal weg. Okay. Aber war ja ganz unterhaltsam. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich mache mich auf dem Weg wieder hoch in den Norden, damit wir dann nach Tempelbruch da hinkommen. Und mal gucken, ob ich da vorher nochmal schaue, ob ich diesen Kohlebarren noch finde. Wenn ich ihn gefunden habe, dann sage ich euch Bescheid. Wenn nicht, dann muss das vielleicht noch irgendwie gepatcht werden oder der Gegner war gerade nicht da oder irgendwas. Hat da auf jeden Fall mit der Markierung nicht gestimmt, dass ich das nicht gefunden habe. Aber macht ja nichts. Ne? Ich habe ja noch Zeit, alles zu holen. Also, in der nächsten Folge geht's weiter. Dankeschön und macht's gut. Bis zur nächsten Folge.